So, Hallöchen und willkommen zu einem neuen Video. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Von meiner Seite aus kam ja lange nichts. Das hat viele Gründe gehabt. Ihr wisst ja, das letzte Mal, als ihr was von mir gesehen habt, war ich auf der Mein Schiff 3 und die fuhr in Norwegen. Es war eine sehr spannende Zeit. Ich habe in der Zeit nicht viel mitgefilmt. Das lag zu einem daran, dass es in Norwegen verdammt kalt war. Und ich einfach permanent dicke Handschuhe anhatte und ja, die Kamera rausholen war da auch einfach so mal nicht möglich. Der andere Grund war auch, dass wir viele Eventreisen hatten. Ich war übrigens gerade duschen, deswegen meine Haare, die sind auch nass. Ja, wir hatten viele Eventreisen, wo ich... Pauli? Was machst du? Wo ich halt auch nicht weiß. Ich habe zwar einige Auftritte mitgefilmt von den Stars, aber ich weiß halt nicht, ob ich das so einfach zeigen darf. Also wegen Musikrechte, bla bla bla. Auf jeden Fall war es eine sehr spannende Zeit auf der Mein Schiff 3. Und ich war halt aber auch nur ein bisschen über einen Monat da. Am Geiranger Fjord, das ist ja so dieses... das krasseste von Norwegen. Da standen wir wirklich bei 3 Grad und Nieselregen draußen. Und es war schon wirklich sehr kalt. Mittlerweile bin ich wieder zu Hause und habe ganz spontan einen neuen Vertrag bekommen und ich fliege auch in ein paar Tagen schon los nach Barcelona. Ich gehe zurück auf die neue Mein Schiff 2, was mich wirklich sehr freut. Der Plan war eigentlich, dass ich wieder auf die 3 gehe und bei den Kanaren mit rumfahre für 5 Monate. Aber jetzt habe ich spontan noch einen neuen Vertrag bekommen. Und ja, wie gesagt, es geht wirklich sehr spontan und kurzfristig los. Und demnach habe ich noch einige Besorgungen zu erledigen. Und das mache ich heute. Und ich werde schon anfangen, meinen Koffer zu packen. Dann habe ich übermorgen weniger zu tun. Heute außerdem habe ich noch auf Instagram euch aufgefordert, mir Fragen über das Schiff und das Schiffsleben zu stellen. Die werde ich dann am Ende des Videos auch noch beantworten. Ja, der nächste Schritt ist dann erstmal zu schauen... was habe ich denn noch alles? Was brauche ich? Denn das Problem ist ja, wenn man aufs Schiff geht, man kauft nicht für eine Woche ein, man kauft nicht für 2 Wochen ein. Ich muss wirklich für 3 Monate einkaufen, aufgrund dessen, dass meiner Erfahrung nach, da wo man dann ist, sind diese ganzen Produkte, also quasi auf den Inseln, wenn man auf Inseln ist, sind diese ganzen Produkte, die wir hier normal bekommen, doppelt so teuer. Und deswegen jetzt Gedanken zusammennehmen, was brauche ich, was muss ich noch kaufen? So, Haarwäsche brauche ich schon mal definitiv nicht. Hier habe ich noch eine Haarpflege, das ist Shampoo. Deo brauche ich definitiv noch mindestens 2, weil das ist das letzte. Und ja, das, ihr merkt, der Koffer wird, wenn man so packt, recht schnell voll. Das Problem ist auch einfach nur... dass ich ja auch noch diverse andere Dinge wie Besen mitnehmen muss und einen Abzieher für die Dusche, weil sonst, wenn du das nicht mit hast, es bleibt alles nass und es trocknet nicht. Ja, dann habe ich auch immer Einwegsreinigungstücher mit und solche Sachen. Ich weiß jetzt erstmal, was ich so grob brauche und muss jetzt erstmal einkaufen gehen und dann sehe ich weiter. So, eine Sache habe ich jetzt gerade schon erledigt. Das gibt nämlich unglaublich viel, was man beachten muss. Ich war gerade bei der Sparkasse und habe meine Karte für diverse Länder freigeschalten, damit ich in der Karibik auch überhaupt Geld abheben kann. Das ist mir jetzt auch spontan eingefallen. Hey, das musst du ja noch machen. Aber gut, jetzt ist erledigt. Und damit wäre das getan. Weiter geht's zum Drogeriemarkt. So, ich habe jetzt noch ein paar Sachen geholt, wo ich denke, die fehlen noch. Ein bisschen Haaröl, aufgrund dessen, dass ich zurzeit extrem, extrem trockene Haare habe. Dann halt, wie gesagt, noch 2-mal Deo. Dann komme ich sicherlich über die 3 Monate auch nicht mit meinen Lovely-Produkten. Das heißt, ich habe eine neue Tagescreme geholt und einen neuen Reinigungsschaum. Das nutze ich ja täglich. Dann halt noch so diese Sachen, die ich täglich nutze, wenn ich mich schminke. Ein Eyeliner und einen
Mascara, da habe ich diesmal wieder den von Essence, den für 3 Euro, der ist am besten und der ist auch wasserfest. Die sind beide wasserfest. Das ist sehr vorteilhaft, wenn man schwitzt. Und in der Karibik wird das sicherlich auch der Fall sein. Falls ich noch einen neuen brauchen werde, ein Schwämmchen, einen Lippenpflegestift und Zahnpasta. So, das war's erstmal. Jetzt hole ich mir noch was zum Mittag und dann kann ich packen. Mittlerweile ist der nächste Tag. Ich habe gestern nicht mehr gepackt, aufgrund dessen, dass ich noch Wäsche aufgehangen habe, die erstmal trocknen sollte. Ich habe jetzt noch 2 Tage, also quasi heute und morgen. Und übermorgen geht schon mein Flug nach Barcelona. Den habe ich jetzt auch schon bekommen. Und ja, jetzt geht's ans Packen. Jetzt werde ich langsam verdammt aufgeregt. Unglaublich. So, packen. Ich gehe krachen, ey. Das muss alles in diese 2 Koffer rein. Und ich weiß gerade noch nicht, wie ich das machen soll. Ah, Hilfe. Und by the way, da sind noch nicht mal Anziehklamotten dabei. Oh Gott, ich habe keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Aber die Sachen sind erstmal alle drin. Okay, also jetzt kommt noch das Q&A. Ihr habt Fragen gestellt. Ich habe nämlich auf Instagram eine Umfrage gemacht. Habt ihr irgendwie Fragen zum Leben und Arbeiten bei mir an Bord auf dem Schiff? Und ja, ein paar Fragen sind da schon zusammengekommen und die werde ich heute beantworten. BeHappy83 fragt, ob ich eine Kabine für mich alleine habe. Ja, ich habe eine Kabine für mich allein. Die ist nicht groß, aber ich bin alleine auf der Kabine. Und ich teile mir zwar das Bad mit der Nachbarkabine, aber das Privileg, dass wir so eine Kabine, also alleine auf einer Kabine sind, das hat nicht jeder. Und es ist eigentlich auch wirklich so, dass wir auf der Kabine trotzdem sowieso nur zum Schlafen sind. Wie viel Freizeit hat man auf dem Schiff und was macht man in seiner freien Zeit? So, das kommt auf jeden Fall auf das Fahrtgebiet drauf an. Wie viel Freizeit man hat, das ist oftmals nicht viel, aber dafür nimmt man die Freizeit viel intensiver wahr. Also, ich war ja jetzt schon im warmen Gebiet und im kalten Fahrgebiet und ich habe meine Freizeit auf beiden Schiffen anders verbracht. Also im warmen Gebieten bin ich sehr, sehr viel auf dem Crewdeck draußen. Auf der Mein Schiff 2 haben wir da auch Hängematten. Und da lässt es sich eigentlich echt richtig, richtig gut chillen und ja, Musik hören. Einfach mal so eine Stunde zwischen der Arbeit. Einfach mal in die Hängematte und nichts tun. Man hat natürlich auch die Möglichkeit, wir sind in unserer Freizeit nicht daran gebunden, auf dem Schiff zu bleiben. Wenn ich mehrere Stunden frei habe, können wir auch zum Beispiel den Shuttlebus nehmen und einfach in die nächste Stadt fahren. Also ist auch absolut kein Problem, das zu machen. Luca fragt, wie viele Leute deiner Crew kennst du schon? Hast du schon Freunde gefunden? Es ist wirklich so, dass man, wenn man auf das Schiff kommt, völlig fremd, sehr schnell Freunde findet, aufgrund dessen, dass alle irgendwie im selben Boot sitzen und niemanden kennen. Und es ist auch wirklich so, dass man sich sehr, sehr, oder dass man generell sehr schnell mit anderen ins Gespräch kommt oder was auch gehen würde, wenn man sich einfach, auch wenn man die anderen gar nicht kennt, in der Crewmess sich so quasi beim Essen einfach mit an irgendeinen Tisch setzt. Geht auch. Es funktioniert, es klingt wirklich krass, würde bei uns so nicht funktionieren, aber auf dem Schiff geht das. Dass man einfach nur kurz sagt, hey, guten Morgen, kann ich mich dran setzen? Und dann sagt eigentlich keiner nein. Sophie fragt, bin momentan dabei, Bewerbungen zu schreiben. Gibt man an, für welches Schiff man sich bewerben möchte? So erstmal nein, du kannst Wünsche äußern, allerdings würde ich das auch erstmal, solange ich neu bin, nicht tun, weil das ist quasi irgendwie Wünsche äußern, wie wenn man irgendeinen Job neu hat und dann direkt Urlaub eintragen lassen. Irgendwie ist das für mich so dasselbe. Deswegen würde ich erstmal sagen, erstmal nehmen, was du bekommst und dann kannst du auch irgendwann Wünsche äußern. Love fragt, bei wie vielen Reedereien hast du dich beworben und für welchen Zeitraum? Ich habe mich tatsächlich nur bei Cruise Vision beworben und das war's. Und auch eigentlich nur auf gut Glück, weil ich bin eigentlich wirklich mit dem Gedanken rangegangen, die nehme ich eh nicht, aber hat geklappt und jetzt bin ich auf dem Schiff. Toasty fragt, wann gehst du wieder auf die MS2?
Übermorgen. Hier sehe ich gerade leider nicht mehr, wer das geschrieben hat. Wie viele Stunden arbeitest du in der Woche? Das kann ich gar nicht sagen. Das ist auch ungefähr immer unterschiedlich. Also wir arbeiten schon bis zu 10 Stunden am Tag. Wir arbeiten frühs und abends und zwischendrin über den Mittag, Mittag bis Nachmittag, Mittag bis Kaffeezeit, haben wir dann auch ein bisschen frei. Aber das ist immer komplett unterschiedlich. Der Plan für den nächsten Tag ist immer eine Überraschung. Also man weiß nie, was passiert. Hast du eine 7-Tage-Woche oder hast du auch mal einen Tag frei? Nein, frei existiert auf dem Schiff nicht. Wir haben wirklich eine 7-Tage-Woche. Allerdings, wenn du einmal drin bist, am Anfang ist es schwierig, anstrengend, aber du gewöhnst dich wirklich dran und du bist ja dann am Ende deines Vertrages auch ein bisschen länger zu Hause, sodass du dich wirklich komplett erholen kannst und entspannen kannst. Mich stört es allerdings nicht so, eine 7-Tage-Woche zu haben, aufgrund dessen, dass ich auch sehr viel mit draußen bin und auch alles mit sehe. Und ja, also diese stressigen Momente werden auch mit sehr vielen schönen Momenten kompensiert. Toni fragt, wie sind die Gehälter? Unterschiedlich. Also sehr unterschiedlich. Mehr kann ich dazu jetzt leider nicht sagen. Ich meine, auch bei mir ist es unterschiedlich, was ich auf dem Schiff verdiene. Aufgrund dessen, dass du auch ein Umsatzziel gestellt bekommst, was du erreichen sollst. Wenn das erreicht wird, bekommst du mehr Geld. Sagen wir es mal. Julia fragt, hat man als Mitarbeiter auch Essen und Trinken all inclusive wie die Passagiere? Ja, haben wir. Wir bezahlen nichts für unsere Verpflegung. Wir bezahlen nichts für unsere Unterkunft. Ich bezahle auch nichts für meine Versicherung, also quasi Kranken- und Unfallversicherung bezahle ich nichts. Wir bezahlen eigentlich gar nichts an Bord. Wirklich gar nichts. Wir haben die Möglichkeit an Bord Geld auf unsere Bordkarte zu laden. Aber wenn ich es drauf anlegen würde, den ganzen Monat ohne Geld an Bord zu überleben, würde ich wirklich gar nichts bezahlen. Wir können umsonst ins Fitnessstudio, wir können das Crewdeck umsonst nutzen. Wir bezahlen wirklich nichts für Waschmaschinen, nichts für die Shuttlebusse in die Stadt, gar nichts. Leonel fragt, Bordsprache ist Englisch. Kann man auch Deutsch reden, mit welchen die auch Deutsch reden? Also ja, die Hauptsprache an Bord ist Englisch, aufgrund dessen, dass die Crew aus 45 verschiedenen Ländern kommt. Hauptsprache ist Englisch, mit den meisten redest du Englisch, du hast aber auch ganz normal sehr viele auch Deutsch, mit denen du Deutsch sprechen kannst. Killys Modelhorse fragt, wirst du wieder aufs Schiff gehen demnächst? Ja, übermorgen. Lydia fragt, ist es schwer reinzukommen? Findet man schnell Anschluss bei den Kollegen? Ja, das habe ich ja gerade schon erklärt. Das geht eigentlich recht fix, vor allem wenn man es drauf anlegt, dann geht das noch schneller. Und braucht man aber auch. Man braucht auf dem Schiff auch diese Gesellschaft zu den anderen. Sonst wird es schnell eintönig und langweilig. Ja, so, das waren so eure Fragen. Eine Frage war noch, da weiß ich jetzt aber den Namen nicht dazu, ob ich die Reederei wechseln würde. Also im Moment gefällt es mir da, wo ich bin und ich sehe jetzt erstmal keinen Grund, die Reederei zu wechseln, weil wieso soll man etwas ändern, wenn es einem gefällt? Also ja, von daher. So Leute, das war's erstmal. Ich habe noch total viel zu tun heute. Ja, das Video muss ich auch noch schneiden. Deswegen würde ich es an dieser Stelle erstmal beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch gerne ein Däumchen da. Ich weiß nicht, inwiefern ich in der nächsten Zeit Videos hochladen kann, aufgrund dessen, dass es in der Karibik, dass ich da nicht auf meine mobilen Daten zugreifen kann. Das heißt, ich bin in der Karibik diesmal wirklich komplett auf mobile Hotspots angewiesen. Und ich weiß halt nicht, inwiefern es da welche oder gibt oder ob es da viele gibt. Und deswegen, ihr wisst, bleibt dran, es kommen Videos, die Frage ist halt nur, wann. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal, tschüss!